Diese Geschichte entsteht im Rahmen einer Pen-and-Paper-Rollenspielrunde. Es kommt also hin und wieder zu Würfelwürfen, die darüber entscheiden, ob den Charakteren bestimmte Aktionen gelingen oder ob sie total schief gehen. Alle Hintergrundinformationen zum Podcast, der Welt und den Spielregeln findet ihr auf brooks-vermächtnis.de. Willkommen bei Brooks Vermächtnis. Euch erwartet ein packendes Abenteuer, das zu großen Teilen improvisiert entsteht und die Geschichte dreier tapferer Helden erzählt, die unter der Flagge des mysteriösen Kapitän Brooks die Welt des 19. Jahrhunderts bereisen und sich dabei allerlei Gefahren stellen müssen. Bevor das Abenteuer beginnt, werfen wir einen Blick auf seine Hauptfiguren. Ein alkoholkranker Ex-Profi-Boxer, ein egozentrischer Reporter, der verdeckt einer Spur nachgeht, und ein Technikgenie mit einem selbstgebauten mechanischen Arm. Heute mit Werner Müller, einem deutschen Brückenbauer, der anpackt, ohne große Reden zu schwingen. Der technikbegeisterte Handwerkermeister fühlt sich bei seinem neuen Job in einer Schraubenfabrik maßlos unterfordert, was ihm sehr auf sein Gemüt schlägt. So, und wieder eine Schraube und noch eine Schraube und noch eine Schraube und noch eine und noch eine und noch eine. Bernd. Und oh, die ist kaputt gegangen. Bernd. Nein. Bernd, halt doch mal die Klappe. Sag mal, Werner, was hast du denn für eine Laune? Wie kannst du nur so eine gute Laune haben? Wir stellen Schrauben her. Schrauben, Schrauben, Schrauben und noch mehr Schrauben. Den ganzen Tag, die ganze Woche, den ganzen Monat. Aber Werner, unsere Schrauben kommen in den neuesten Dampflokomotiven zum Einsatz. Das ist doch total grandios. Etwas, das wir erschaffen haben. Eine der neuesten Errungenschaften der Menschheit. Dass ich nicht lache. Siehst du das hier? Meine mechanischen Arm. Hier kannst du nachfüllbare Gaskartuschen einsetzen. Und schon kann ich den Enterhaken hier vorne nach Belieben abschießen und wieder einziehen. Das nenne ich neueste Technologie. Klar, dein Arm ist wirklich beeindruckend, aber mein Großvater pflegte immer zu sagen, Kleinvieh macht auch Mist. Ohne unsere Schrauben würden die ganzen großen Maschinen nicht funktionieren. Macht dich das glücklich? Ein Rad im Getriebe zu sein? Mir kocht die Wut hoch bis unter die Stirn. Jede Schraube gleicht der vorigen. An dieser Tätigkeit ist nichts genial. Als ich noch im Brückenbau tätig war, das war noch was. Meterweit über dem Boden arbeiten. Das ganze Land überblicken. Das nenne ich eine Arbeit. Hinterher dein Werk betrachten, das Tausende von Menschen das Reisen erleichtert und dem Land einen wirtschaftlichen Auftrieb beschert. Herrlich! Wenn du an der Spitze der Brücke das letzte Teil angeschraubt hast, dann weißt du, warum du morgens aufstehst. Hätte die Firma, für die ich gearbeitet habe, nicht aufgrund eines Feuers dicht machen müssen, hätte mich hier sicher nichts hergetrieben. Ach, so, wieder eine Schraube. Weißt du, Werner, was ich richtig beeindruckend finde? Tunnel. Bist du schon mal mit einem Zug in einen Tunnel gefahren? Wenn plötzlich alles dunkel wird und du weißt, du bist nur vom Gestein und Dunkelheit umgeben. Sei mir bloß ruhig mit Tunneln. Da müsste mich schon Satan höchstpersönlich dazu treiben, dass ich einen Fuß in eins dieser Dinger setze. Hast du etwa Angst im Dunkeln? Angst im Dunkeln? Sehe ich so aus, als würde ich Angst im Dunkeln haben? Jetzt pass aber mal auf, was du sagst. Tunnel sind rückständig. Brücken sind die Zukunft. Brücken sind die perfekte Kombination aus Handwerk, Wissenschaft und Kunst. Anders als diese unsicheren Löcher, in denen unsere Vorfahren rumkriechen mussten.
So sicher scheinen deine tollen Brücken ja auch nicht zu sein, wenn du da deinen Arm verloren hast. Du willst wohl eine Tracht Prügel? Au, behalt deine Schrauben bei dir. Als müsste ich mir von einem so jungen Bengel wie dir hier etwas anhören. Meinen Arm verlor ich bei einem Unfall auf dem Bau. Mit meiner verbliebenen Hand baute ich Tag und Nacht an diesem metallernen Ersatz. Er ist das Ergebnis aus Blut, Schweiß und Metall. Noch ein Spruch von dir. Und du bekommst ihn mal zu spüren. Ich meinte ja nur... Ja, du meintest nur. Du hast den Arm komplett alleine gebaut? Wo lernt man denn sowas auf dem Brückenbau? Auf dem Brückenbau gar nicht. Den habe ich in meiner Werkstatt gebaut. Zu Zeiten, als es in meiner Firma gut lief. Da konnte ich regelmäßig Geld zurücklegen und mir den Traum von meiner eigenen kleinen Werkstatt erfüllen, in der ich nachts nach der Arbeit an neuen Erfindungen getüftelt habe. Durch meine Kontakte bin ich an ein paar schöne technische Spielereien gekommen, bei denen dir die Augen feucht werden würden vor Freude, sage ich dir. Da habe ich mit Hochtechnologie gearbeitet, nicht mit einer Maschine wie dieser hier. Glücklicherweise hatte ich bereits erste Experimente mit Gas gemacht, als mir dieser Unfall widerfahren ist. Wow, das ist echt beeindruckend. Tja, aber wie das nun mal so ist, jetzt stehst du hier und stellst Schrauben her, genau wie ich. Also gewöhn dich dran. Du Frecher, mir reicht's jetzt. Nein! Du entschuldigst dich jetzt sofort bei mir oder ich reiß dir den Arm raus und ersetze ihn durch eine deiner geliebten Schrauben. Entschuldigung. Was? Entschuldigung. Geht doch. Du bist ja gemeingefährlich. Quatsch. Du solltest den Erfahrenen gegenüber mal etwas mehr Respekt zeigen. Und jetzt geh zurück an die Arbeit und mach deine Schrauben. Und ich glaube, du solltest dir vielleicht lieber einen anderen Job suchen. Das werde ich. Glaube mir, das werde ich. Brooks Vermächtnis ist ein monatlicher Pen & Paper Abenteuer Podcast, bei dem ihr den Verlauf der Geschichte mitbestimmen könnt. Ab dem 2. Oktober beginnt das offizielle Abenteuer. Bis dahin stellen wir euch wöchentlich die drei Hauptcharaktere und ihre Vorgeschichten vor. Geht jetzt auf brooks-vermächtnis.de, um diesen Podcast zu abonnieren und keine neue Episode zu verpassen. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns außerdem sehr über eine Bewertung in iTunes freuen. Wir hören uns spätestens am 2. Oktober wieder. An Bord des Schiffes von Kapitän Brooks.